Ja, also das ist jetzt der Startbildschirm, den ich sehe, um meine wichtigsten Termine und die Uhrzeit und auch zu sehen, wo habe ich jetzt neue Notifikationen. Wenn ich den öffnen möchte, ziehe ich quasi die Wand hier nach oben und lande dann in der allgemeinen Übersicht, wo ich meine ganzen Apps verfügbar habe, die ich dann auch starten kann, wo ich sagen kann, ich kann den Kalender jetzt hier starten zum Beispiel. Aus einer App raus komme ich immer, indem ich von unten nach oben swipe und Sie sehen jetzt, dass der Kalender zum Beispiel weiterhin offen ist. Der ist also im Multitasking-Mode sozusagen und ich kann jetzt trotzdem noch andere Apps starten, wie zum Beispiel mein BlackBerry Messenger. Der geht jetzt hier auf. Auch da kann ich wieder rausgehen und Sie sehen, jetzt habe ich zwei Apps gerade quasi gleichzeitig offen. Ich hatte vorher über den BlackBerry Hub gesprochen. Der BlackBerry Hub ist ein Bereich, wo meine ganzen E-Mails reinlaufen. Hier habe ich jetzt in meinem Fall verschiedene Konten sozusagen vereint, und zwar einmal BlackBerry Messenger, meine ganzen SMS-Nachrichten, mein Gmail, mein BlackBerry-Account, also meinen Firmen-Account, Facebook, Twitter und LinkedIn. Das Tolle ist, dass alle diese Nachrichten hier in einen Hub einlaufen und ich die auf einen Blick sehen kann. Wenn ich jetzt nur meine LinkedIn-Messages mir anschauen will, gehe ich auf LinkedIn und sehe hier alle LinkedIn-Nachrichten. Auch hier eine tolle Neuerung, wenn ich da eine Mail bekomme, also eine Nachricht bekomme von jemandem, kann ich da draufklicken, kann auf diese Mail antworten und muss jetzt nicht erst in die LinkedIn-App, sondern kann hier wie bei einer E-Mail sozusagen aus dieser Applikation, aus dem Hub heraus, mich direkt mit dem LinkedIn sozusagen verbinden und die E-Mail wieder schreiben. Wenn ich wieder auf den Hub gehe, sehe ich wieder alle Informationen und kann auch hier wieder nach drüben wischen. Jetzt stellen Sie sich vor, ich bin gerade in einer Applikation, zum Beispiel im Kalender und gucke mir gerade den Kalender an. Und auf einmal blinkt das berühmte rote Licht, weil eine neue Notifikation oder eine neue Message reingekommen ist. Jetzt muss ich nicht aus dem Kalender rausgehen, um zu gucken, wo die herkommt, sondern kann über eine Wischbewegung nach oben erstmal sehen, wo kommt denn die neue Nachricht her. Also normalerweise würde da jetzt ein roter Punkt oben am Facebook oder oben am Mail sein, wenn ich da eine neue Nachricht bekommen hätte. Und dann kann ich mal kurz pieken. Das heißt, ich ziehe den Daumen nach rechts, kann mal kurz schauen, was ist das denn für eine Mail, die da gekommen ist. Sage, okay, interessiert mich nicht und gehe wieder zurück und bin wieder in der Applikation, in der ich war. Das ist der sogenannte Peak, der es ermöglicht, eben ohne, dass ich eine Applikation verlasse, mal kurz zu sehen, was ist denn Neues gekommen. Ein Feature, was ich vorher vorgestellt hatte, war die Kamera mit dem Timeshift. Das ist die Kamera hier. Hier kann ich unterscheiden, was ich gerne machen möchte. Ich kann die normale Kamera nutzen, ich kann die Videokamera nutzen oder eben die Timeshift-Funktion. Wenn ich bei der Timeshift-Funktion mal kurz zeigen kann, wie das funktioniert. Ich wechsle mal schnell die Kamera nach oben, mache mal kurz ein Foto von mir. So, man sieht jetzt das Foto hier. Man sieht auch, dass ich auf dem Foto die Augen zu habe. Das heißt, er erkennt jetzt mein Gesicht. Ich kann auf dieses Gesicht gehen und kann jetzt hier in der Zeit nach vorne oder nach hinten gehen, bis ich die Augen wieder offen habe. Sagt dann so, gefällt mir das Foto, speichert das und Sie sehen jetzt hier ein Foto, was es so in der Form eigentlich nie gab, was aber eben aus den verschiedenen Fotos, die gemacht wurden von der Kamera, zusammengesetzt worden sind. Also auch ein spannendes Feature, was wir hier sehen. Balance. Genau, BlackBerry Balance hatten wir vorher auch schon besprochen. Ist die Unterscheidung zwischen den privaten und den beruflichen Daten. Ganz einfach, wie ich damit umgehen kann. Ich muss irgendwo auf dem Bildschirm mit dem Finger nach unten ziehen und jetzt sehe ich hier oben die Unterscheidung zwischen persönlich und Arbeit. Wenn ich auf Arbeit klicke, sieht man sehr schön, wie sich der Hintergrund ändert und das bedeutet für mich, ich bin jetzt in dem Arbeitsbereich. Dieser Bereich hier wird, wie gesagt, komplett von meiner Firma kontrolliert. Wenn ich hier zum Beispiel in die App-World gehe, also der Bereich, wo die ganzen Apps liegen, dann sehe ich hier nur die Apps, die meine Firma mir zur Verfügung stellt. Selbst wenn ich auf den Public-App-Bereich gehe hier unten, sehe ich hier nur die Apps, die meine Firma für mich für gut hält, beziehungsweise die ich mir aus dem Public-Bereich auch runterladen darf. Wenn ich im Vergleich dazu, ich lasse die mal offen, die BlackBerry App World, ich gehe wieder zurück in meinen persönlichen Bereich und starte jetzt mal hier die BlackBerry World, das heißt, das ist auch sozusagen der gleiche App Store, nur nicht der geschäftliche, sondern der private, bin ich jetzt hier im Public App Store, in dem Bereich, wo ich mir alle Applications runterladen kann, mir Angry Bird runterladen kann oder irgendwelche Spiele. Wenn ich auch hier wieder rausgehe, sehen Sie, dass jetzt beide Apps offen sind gerade. Die BlackBerry World aus meinem privaten Bereich, die BlackBerry World aus meinem geschäftlichen Bereich. Und wie ich das unterscheiden kann, ist ganz einfach durch diesen Koffer hier unten. Dieser Koffer sagt mir, dass diese App hier eine geschäftliche App ist. Da fehlt der Koffer, das ist also eine private App. Und so kann ich jetzt, obwohl ich jetzt in dem privaten Bereich bin, weil ich hier den Hintergrund ja in blau sehe, kann ich trotzdem auf eine geschäftliche App zugreifen, die schon offen ist. Die wird jetzt aber aus dem geschäftlichen Bereich gestartet und nicht aus dem privaten Segment.